Thomas steht auf Gleis 1 des Hauptbahnhofs. Da kommt Percy in den Bahnhof gefahren. Hallo Thomas, sagt Percy. Hallo Percy, antwortet Thomas. Ich bin gerade mit zwei Passagieren durch die Achterbahn gefahren, freut sich Percy. Wirklich, Percy? Wie geht das denn ohne Anhänger? Oh Thomas, wo sind denn meine Anhänger abgeblieben? Als ich losgefahren bin, waren sie noch da. Kann es sein, dass du sie unterwegs verloren hast? Fragt Thomas. Ich habe nichts bemerkt, antwortet Percy. Vielleicht hat sich eine Kupplung gelöst, dann koppelt sich der Anhänger ganz von alleine ab. Percy, wir bilden ein Rettungsteam. Wir suchen die Anhänger zusammen. Komm, wir fahren am besten schnell los. Thomas fährt los, vorbei an vielen anderen Lokomotiven und Anhängern. Er will keine Zeit verlieren und Percys Passagiere so schnell wie möglich zurück in den Bahnhof bringen. Percy freut sich über Thomas' Hilfsbereitschaft. Zusammen gehen sie auf Rettungsmission. Thomas fährt in die Achterbahn und Percy fährt ihm hinterher. Percy, ich habe noch keinen Anhänger gefunden, ruft Thomas. Wir müssen zur ersten Auffahrt. Vielleicht hat sich dort einer abgekoppelt. Was ist das? Halt, Percy, ruft Thomas und kommt gerade rechtzeitig zum Stehen. Hallo Häschen, sagt Thomas. Hallo, antwortet das Häschen. Ich bin Thomas, die kleine Lokomotive. Und wie heißt du? Möchte Thomas wissen. Ich bin Hoppel. Hoppel der Hase. Du hast mich ganz schön erschreckt mit deinem Geschnaufe. Warum hast du es denn so eilig? Fragt Hoppel. Hoppel, ich habe es so eilig, weil ich auf einer Rettungsmission bin. Wir suchen die verlorenen Anhänger von meinem Freund Percy, erklärt Thomas. Percy? Wo ist denn der Percy? Fragt das Häschen. Ich stehe gleich hinter Thomas und warte darauf, dass ich weiterfahren kann. Percy, warum hast du denn deine Anhänger verloren? Möchte das Häschen wissen. Das weiß ich nicht. Vielleicht hat sich eine Kupplung gelöst, antwortet Percy. Und jetzt sucht ihr die Anhänger? Ja, antwortet Percy. Und die Passagiere, die in den Anhängern sitzen. Die wollen bestimmt wieder nach Hause. Dann fahrt schnell weiter und rettet sie, sagt Hoppel. Danke, Hoppel, sagt Thomas. Jetzt müssen wir weiter. Ja, sagt das Häschen, rettet Percys Passagiere. Weiter geht die Fahrt. Thomas und Percy dampfen los. Sie fahren durch die Achterbahn auf der Suche nach den verlorenen Anhängern. Kurz vor der ersten Auffahrt bleibt Thomas plötzlich stehen. Hallo Kroko, sagt Thomas. Hallo Thomas, antwortet das Krokodil. Du musst aufstehen und zur Seite gehen, sagt Thomas. Och nein, ich lieg hier gerade so gemütlich rum, antwortet das Krokodil. Doch, wir sind auf einer Rettungsmission und müssen schnell weiter. Eine Rettungsmission? Dann will ich euch nicht aufhalten. Wen wollt ihr denn retten? Möchte das Krokodil wissen. Percy hat seine Anhänger verloren, erklärt Thomas. Ja, wir wollen die Anhänger retten, ruft Percy. Und die Passagiere, die in den Anhängern sitzen, ergänzt Thomas. Und jetzt müssen wir schnell weiter, ruft Percy. Fahr los, Thomas. Vielen Dank, dass du uns so schnell durchlässt, bedankt sich Thomas beim Krokodil. Hey Thomas, ich helfe euch immer gerne. Viel Erfolg bei der Rettung. Danke, jetzt müssen wir wirklich los. Tschüss, Kroko. Tschüss, Thomas, ruft das Krokodil. Thomas und Percy rattern los. Als sie auf der ersten Ebene der Achterbahn angekommen sind, sehen sie Percys gelben Anhänger. Hallo, hier sind Thomas und Percy. Wir sind gekommen, um dich zu retten. Das ist ja schön. Ich warte schon eine ganze Weile. Percy hat mich hier verloren. Ja, sagt Thomas, aber jetzt retten wir dich. Wie wollt ihr mich denn retten? Ihr könnt mich doch gar nicht ankoppeln. Wir können dich weiterschieben, ruft Percy. Ja, stimmt Thomas zu. Wir schieben dich vorsichtig durch die ganze Achterbahn. Halt dich fest, es geht los. Rum, da schiebt Thomas den Anhänger weiter. Die nächste Auffahrt hoch. Doch halt, hier geht es nicht weiter. Affen sitzen auf der Schiene und versperren den Weg. Hey, ihr drei, ruft Thomas. Ihr habt euch ja einen tollen Platz zum Klettern ausgesucht. Ja, antworten die Affen. Der Achterbahnturm ist super. Thomas fragt, ob sie nicht ein Stück weiter klettern wollen und erklärt den Affen, dass er auf einer Rettungsmission ist. Ein Anhänger wurde schon gefunden, doch weitere fehlen noch. Ob die Affen Thomas und Percy durchlassen? Hier geht's zur nächsten Folge.